Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Leute, heute mal wieder ein Flirty-Vlog. Ach, oh mein Gott. Wir haben jetzt gerade einen Hund bei uns zu Hause, weil meine Tante ist in den Urlaub gegangen und wir haben den Hund von meiner Tante, Cousine Allen gekriegt. Und das ist so ein kleiner. Und gerade war so ein Paket da. Ich habe das Paket so reingeholt, Tür war offen, der rennt so raus. Junge, ich bin um mein Leben gerannt. Das ist ein sehr kleiner Hund. Yep. Der macht ganz komische Geräusche, Leute. Ich habe gerade ein Paket von Naked bekommen. Ich werde dazu in meiner Insta-Story einen Try-On-Haul machen. Also, wenn ihr die ganzen Sachen angezogen sehen wollt, dann folgt mir auf Insta. Ich heiße da so. Vielleicht packe ich das dann in meine Highlights, dass ihr das auch noch sehen könnt, wenn der Tag dann quasi vorbei ist. Ach so, was ich auch noch sagen wollte. Jetzt soll es aber wärmer werden, die ganze Zeit fast 20 Grad und Sonne. Außer morgen und übermorgen, aber dann ist es warm. Anscheinend bleibt es dann auch warm. Da freue ich mich richtig drauf, weil da kann ich eigentlich mit meinem Cabrio rumfahren. Und Leute, ich wollte eigentlich so eine Auto-Dings-Tour machen und euch mein Auto zeigen und alles. Ich werde das jetzt aber lassen, weil meinem Baby wurden schon die Wimpern abgeschnitten. Das fand ich so asozial. Deswegen, ich lasse es lieber bei einer YouTuberin, weil das auch so, die hat, glaube ich, so eine Autotour gemacht und dann wurde das Auto zerkratzt und so. Maja, falls du das siehst. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das Paket, das angekommen ist. Junge, der Fokus fokussiert nicht. Hi. Gesundheit! Gesundheit! Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine Pollenallergie habt. Es ist ein riesiges Paket angekommen von Naked. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Sachen auspacken und... Guck mal, ich habe einen riesen Teddybär. Ich habe es voll vergessen, Alter. Ich räume jetzt kurz mein Zimmer auf, damit es schön aussieht, wenn ich auch den Hall drehe und alles. Hey Leute, heute ist so gutes Wetter. Es ist so geil. Und dann werde ich auf jeden Fall... Boah Leute, es tut mir voll leid. Ich bin gerade ein bisschen so ungeplant mit Videos drehen und so. Ich muss jetzt mal schauen. Und es fällt mir voll schwer. Guck mal, einerseits feiert ihr voll die Vlogs. Aber ihr wollt eigentlich viel mehr die Videos sehen, die so formatmäßig sind. Schreibt mir mal, wenn ihr Ideen habt, was für Formate ich machen kann. Was so mein neues Format wird. Außer dieses Dirty Talk, das auf jeden Fall... Über was für Themen kann ich da jetzt nochmal drüber reden? Schreibt mir das in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Irgendwelche Storytimes oder so, was mir passiert ist. Ich habe gerade nicht mal... Oh, das will ich gar nicht sagen, weil normal habe ich immer hochgeladen. Immer. Ich habe keinen Tag ausgelassen. Jetzt habe ich zweimal... Ich habe gesagt, alle zwei Tage kommt ein Video online. Und jetzt habe ich zweimal am zweiten Tag sozusagen kein Video hochgeladen. Und das fickt meinen Stolz, Leute. Egal, so Phasen gibt's auch. Aber ich muss jetzt wieder in dieses Regelmäßige reinkommen. Weil es regt mich übel auf, wenn ihr denkt, es kommt ein Video. Also, wenn ihr auf ein Video wartet und es kommt keins. Und das ist einfach nur scheiße. Deswegen gebe ich mir jetzt wieder auf jeden Fall Mühe. Ich räume jetzt erstmal mein Zimmer auf und dann werde ich den Hall drehen. Warum liegt ein Pflaster in meinem Bett, Alter? Voll eklig. Ich habe mir doch Pony geschnitten, gell, im Video mit Laura. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue es, dass ich mir den Pony geschnitten habe, weil ich bin jetzt nicht so, oh scheiße, ich heule die ganze Zeit. Aber... Es nervt mich einfach und ich steck's halt die ganze Zeit weg. Aber bei mir ist immer so, Leute, es ist übel heiß, es ist richtig heiß. Aber ich weiß nicht, bei mir ist es immer so, wenn ich mein Zimmer aufräume oder wenn ich mich umziehe und so, dann wird mir voll warm. Und es wird richtig schlimm, glaube ich, gleich bei dem Haul. Ich werde erstmal alles voll schwitzen. Ich habe so viele Sachen bestellt bei Naked. Und auf eine Sache, also eine Sache weiß ich noch, die ich bestellt habe, den Rest nicht mehr. Ich habe ein schwarzes Pullikleid bestellt, so ein Pullover, so einen riesigen. Und auf das freue ich mich richtig mit einem Gürtel. Ich muss es euch zeigen, wenn es... Ah ne, das müsst ihr auf Insta sehen. Ja. Heute fahre ich das erste Mal mit Cabrio rum. Ah ne, ich bin schon, aber so, dass es richtig warm ist. Leute, ich habe gerade erst aufgeräumt und es sieht wieder so richtig schlimm aus. Ich habe den... Oh shit, ich habe ein Kissen im Fenster eingeklemmt. Ich habe jetzt alles abgefilmt und ich habe extra für euch das in meinen Highlights gespeichert auf Insta. Also könnt ihr jetzt immer noch auf Insta gehen und alles danach schauen. Ich habe da ein Fashion-Highlight gemacht und da könnt ihr einfach drauf gehen. Und dann könnt ihr alles sehen und yes. Ich habe so viele schöne Sachen mir ausgesucht. Und da sind auch die ganzen Links dabei, also ihr könnt direkt hochswipen, alles direkt nachshoppen. Auf dem Weg nach oben in die Million. Skrr, skrr. Leute, wusstet ihr, dass mein Auto Skrr Skrr heißt? Heißt? Oh, ich habe irgendwie Hunger, aber irgendwie auch nicht. Und eigentlich habe ich erst gerade eben gegessen, aber... oh shit, mein Akku ist leer. Mir ist leer. Oh mein Gott, Leute, es ist Golden Hour. Ich muss das kurz ausmachen, kurz ein paar Selfies. Oh, ich kann kein Deutsch mehr reden. Fokus. Und ich treffe mich gleich mit Maria. Wir werden ein paar... Nee, heute machen wir keine Bilder. Wir gehen essen. As always, bitte. So Leute, ich bin jetzt im Auto. Ich werde jetzt Maria abholen. Soll ich mal das Cabrio aufmachen? Also jetzt ist es nicht mehr so warm. Ja, komm. Auf jeden Fall hole ich jetzt gleich Maria ab. Komm, ich mache mal das Cabrio auf, okay? Aber ich glaube, es ist zu kalt.
Ich weiß nicht, ob es zu kalt ist, Leute. Egal, ich fahre jetzt im Prinzip im Cabrio. Ich hole jetzt Marie ab und dann fahren wir zu Mauri. Essen. Leute mit Doppel-D. Leute von heute. Könnt ihr mich sehen, hey? Es ist leider schon wieder ein bisschen später geworden. Ich fahre gerade im Auto nach Hause. Ich war mit der Maria gerade frisch essen. Man hat sich's gut gehen lassen. Ich hörte, wie mein kleines Wägler hier zieht. Tschüss. Ey Leute, ich fahre jetzt gerade nach Hause. Ich habe gar nicht gefilmt mit Maria. Hey, es war so lustig heute, aber ich muss mit Maria öfters filmen, weil, ja. Voll viele von euch regt es dann auf, wenn da so ein riesen Cut in meinem Vlog ist. Kann ich auch verstehen. Wäre lustiger, hätte ich jetzt mitgefilmt, aber ich gebe mir in nächster Zeit jetzt mehr Mühe, okay? Ich habe jetzt. Digga, ich sah aus wie ein Dämon. Ah! Richtig. Super konventionell, Alter. Okay, weiter geht's. Ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause, hab Maria gerade zu Hause abgedroppt, Alter. Okay, ich rede gerade richtig ekelhaft. Ich bin einfach nur richtig gut drauf. Es war voll lustig mit Maria. Ah! Voll viele von euch regt es immer auf, weil die sagen, oh Marci, du, anstatt dass du filmst, was du machst, sagst du, dass du es machst, dann machst du es und danach sagst du, du hast es gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, was ihr meint. Und ich finde es auch scheiße. Aber manchmal ist es schwierig zu vloggen. Ich vergesse es dann halt auch. Und dann bin ich so in der Situation, dann denke ich so, nee, jetzt wäre es voll unpassend, würde ich jetzt die Kamera rausnehmen. Dann ist wieder so, das macht so voll die Situation kaputt. Deswegen lasse ich es dann. Muss mich halt mal entscheiden. Entweder ich filme halt alles oder ich lasse es, Alter. Jetzt war ich auf jeden Fall nach Hause. Oh mein Gott, ich fahre gerade ohne Hände. Ah, meine Mama würde mich töten. Wenn sie das wüsste. Aber sie schaut meine Videos, jetzt bin ich geflügelt. Bin jetzt gleich zu Hause. Ich habe so Durst. Ist gerade so warm. Und ich stehe perfekt in der Lüge mit Doppel-G, Alter. Und ich habe kein Bild hochgeladen, Leute. Ich bin gerade richtig so unproduktiv. Was ist eigentlich morgen? Boah, hätte ich jetzt meine Scheibe eingeschlagen. Uff. Oh shit. Ich kann aus großen Öffnungen einfach nicht trinken. Es geht nicht. Ah, Junge. Ah. Man sieht sich, Freunde, man sieht sich. Ich bin immer, ich vlogge immer nachts, weil ich bin über. Hallo? Oh. Oh mein Gott, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ciao, Baby. Boah, ich rede einfach mit meinem Auto. Meine Mama hat mir gerade eben in der Sekunde geschrieben und ich gehe jetzt gerade ins Haus rein. Die ist ja richtig lustig unterwegs. Hi! Si tengo chave! In der Sekunde, Alter! Was ist denn jetzt hier passiert? Da ist ja alles zu spät für. Das war nicht meine Schuld, da stand irgendwas. Ich hab's gesagt, du bist gerade weggefahren, ich konnte nicht. Hab es Marcello gesagt. Leute, ich bin richtig gut drauf irgendwie. Es ist jetzt aber schon 12:30. Ich habe heute kein Bild hochgeladen. Ich werde jetzt schauen, ob ich vorhin ein gutes Bild mit der Kamera hingekriegt habe, dass ich das bearbeiten kann, dass ich morgens einfach wieder was hochlade. Ich muss wieder aktiver werden. Ich kotze mich richtig selber an, Leute. Aber auf Insta bin ich extrem aktiv gerade, also folgt mir da auf jeden Fall. Da kriegt ihr mich jeden Tag zu 100% mit. Oder ich habe euch gerade auch nochmal gesagt, dass ich mir Fragen stellen sollte und ich werde die jetzt richtig oft trocken beantworten. Ich baller mir jetzt noch kurz Nivea voll in die Fresse. Und ich muss mir wieder Gelnägel machen. Also schickt mir Inspos bei Insta. Oh, ist das ein geiles Wetter, Mann? Ist das ein geiles Wetter, Mann? Okay, ihr seht gar nichts. Oh, schön. Ah! Cabrio-Wetter. Achso, Leute, ihr habt ja Ferien. Geil. Hä, dann kann ich ja eigentlich theoretisch meine Videos auch schon früher hochladen, wenn ihr die schon früher angucken könnt. Ich meine Umfrage mache. Ich mache jetzt mal eine Umfrage, ob ihr Ferien habt, ob ich meine Videos früher hochladen soll. Jetzt traue ich mich nicht vor euch mit der Kamera zu reden. Guckt weg. Okay, jetzt traue ich mich gar nicht mehr. Boah, wisst ihr, was mir gestern passiert ist? Also erstmal gerade eben, ich habe mit Luciano das Bad geputzt, weil meine Mama nicht da ist und dann machen wir das. Dann freut sie sich, wenn sie wiederkommt. Wir haben das ganze Haus aufgeräumt. Küche geputzt und so. Und wir haben gerade das Bad gemacht. Und ich ziehe so in so einem Lappen. Plötzlich kommt da ein Käfer raus, Alter. Ich habe so geschrien. Meine Stimme war so ganz komisch irgendwie danach. War voll geschockt. Und gestern bin ich doch mit Maria ins Mauri gefahren. Ich habe einfach den Doppelgänger von meiner Mama gesehen. Und es war richtig creepy, weil, also, vielleicht kennen ein paar von euch den Film Wir. Also ich glaube, der heißt Wir. Da hat genau die gleiche Familie irgendwie nochmal. Einmal in Lieb und einmal in Böse. Und die wollen, also die böse Familie, die genau die gleichen Ebenbilder sind, die von der lieben Familie. Das ist quasi deine Familie nochmal geklont.
Und ihr seid die Lieben und dann gibt es nochmal halt die anderen, die sind halt böse und die wollen euch umbringen. Und das dein Ebenbild will dich umbringen, die so aussieht wie deine Mutter, will deine Mutter umbringen, so. Und übel creepy. Ja, auf jeden Fall bin ich so, ich sag so meiner Mama, Mama, ich gehe jetzt, tschüss. Und sie war zu Hause, sie hat tschüss gesagt. Ich fahre raus, ich bin in Marias Straße und plötzlich, obwohl das gar nicht sein kann, kommt mir meine Mama entgegen. 100% kann ich sagen, das war meine Mama. Ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, ich frage sie gleich mal, ob es, also sie kann es nicht gewesen sein, aber ich habe, also das war auch das Auto, also ich habe das Kennzeichen nicht gesehen, aber es war unser Auto. Aber ich habe das Kennzeichen nicht gesehen. Aber es saß meine Mama im Auto und ist mir entgegengefahren, also an mir vorbeigefahren. Und ich war so geschockt, dass ich dann zu mir selber gesagt habe, hey, da war gerade die Mama. Einfach weil ich so das sagen musste, weil es so komisch war. Ich frage sie gleich mal, ob sie das war. Aber sie kann es nicht gewesen sein, weil ich habe ja gerade eben noch tschüss gesagt. Vielleicht kann ich mit Luciano heute auf den ADAC-Platsch gehen. Weil der war voll gut drauf heute und es ist immer gut, wenn Luciano gut drauf ist. Habe ich schon euch unseren Hund gezeigt? Wir haben einen neuen Hund, Leute. Nee, Spaß. Also ja doch, für ein paar Wochen. Unsere Tante ist im Urlaub. Ich zeige euch jetzt mal Polly Pocket. Haltet euch fest. 3, 2. Juhu! Ist es nicht wunderschön? Polly! 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 Tiki, tiki, tiki! Hallo! Wieso sieht es so gut aus? Okay. Hast du dich extra aufgestellt heute? Ach, ach, der Marcello geht heute in den Club? Mhm. Aufgeregt. Echt? Ja. Marcel, nein. Marcel, bist du echt, ganz ehrlich, das ist so dumm, was du da machst, manchmal. Oh, alle lachen mich immer für meine Stative aus, Alter. Nein, ich lasse dich nicht aus, einfach echt dumm. Leute, die wollen jetzt da ihre Kamera draufstellen. Dieses Ding. Ja, das meine ich doch immer. Auf das Ding nicht. Ja, okay, aber es geht auch. Kein Schluck! Uwe, unten wird's eklig. Tschüss. Wohin gehst du? Schon wieder. Schreibt alle in die Kommentare, Pocky. Polly ist süß. Tschüss. Sie will mit mir kuscheln. Tschüss, Polly. Süß. Süß, 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 süß. Sie, tiki, 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 tiki. Hui, hui, hui. Du, 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 du. Hey, der Tag hat so geil angefangen. Es war so sonnig und schön. Ich dachte, ich kann Cabrio fahren. Und jetzt sieht es aus, als wird es gleich richtig. Sieht aus wie Sommergewitter sogar. Es wird richtig. Oder. Ach, es regnet schon. Oh nein. Okay, es regnet. Und ich glaube, es wird gleich richtig regnen. Hey, es sah so schön aus. Und jetzt habe ich die ganze Zeit Video geschnitten. Und wollte danach Cabrio fahren. Kann ich mir jetzt wortwörtlich abschminken? Ich bin übrigens alleine zu Hause. Weil alle irgendwie gegangen sind. Hallo? Nur Polly ist da. Polly! Wo stecken Sie, Madame? Polly! Sie sieht mich nicht. Der Hund ist irgendwie komisch. Hallo, Polly! Hola! Komm mit dir her, komm mit dir her, komm mit dir her. Gefähr, Gesus, Gefähr, Gesus. Chiquitita! Chiquitita! Che! Polly? Polly, Vinny? No, no, no. Bist eigentlich komplett bescheuert eigentlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen. Richtig runter. Abonniert aber diesen Kanal und keine weiteren. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen intim. Tut mir leid, Polly. Die macht die Kamera nicht. Abonniert diesen Kanal und... What the fuck? Nein, Polly! Die will da hinpissen. Lass das lieber. Lass die Mama sieht. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen runter. Abonniert aber den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen, Leute, wollte ich gerade sagen. Gell? Genau. Tiere sind auf Landschaft bleiben, wo? Hoffentlich kackt sie mich nicht auf den Teppich. Sie hat, glaube ich, fühlt sich hart von mir geknuddelt, außer die ekligen Menschen da draußen. Manchmal denke ich, die haben Liebe verdient, aber nee, Leute, die sind echt eklig. Also die ekligen Menschen, die wirklich, egal, nee.
die auf jeden Fall nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen wieder. Ich versuche echt wieder aktiv zu sein. Okay, Leute, es tut mir echt von Herzen leid. Das kann Polly auch bestätigen. Ich vertraue ihr alles an. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und ich würde sagen, die Adresse der Landschaft bleiben, wo kacken sie. Ja, love ya. Fühl dich hart von uns geknullt und wir sehen uns. Okay, das war gerade richtig dumm. Ach, Polly, kannst du nicht einmal schön sein? Okay, bye.